Also die erste Frage wäre, warum sind Sie überhaupt Muslim? Ganz persönlich. Warum bin ich Muslim? Ganz persönlich. Weil ich Islam liebe und weil ich mich für den Islam entschieden habe und weil ich auch, ich sage Ihnen nur etwas, und das, aus Nähkasten sozusagen, jetzt sage ich Ihnen ein paar Sachen. Ich hab mich selber sozusagen für die Religion entschieden, dass ich den Islam praktiziere und dass ich den Islam lerne. Okay, in meiner Familie sind Muslime, und aber in unserer Zeit, als wir kleine Kinder waren, wir dürften nur bis bestimmte Zeit in die Moscheen gehen, und dann war das sehr schwer, in die Moschee zu gehen. Wären Sie in die Moschee gegangen, wären Ihre Familienmitglieder alle festgenommen, und dann war das sehr schlimm. Sehr schlimm für mich. Ich habe das mit Augen gesehen damals, als Städte bei uns bombardiert waren mit Flugzeugen, als kleines Kind habe ich das mit Augen gesehen. Aber die Sache ist so, ich habe mich dann selber für diesen Weg entschieden, dass ich den Islam praktiziere, und ich habe Bibel oder Evangelium, Tora gelesen, ich habe das ein paar Mal gelesen, ich habe verschiedene Bücher, Philosophie und andere, übrigens, ich habe sehr viele Bücher auch aus der internationalen Literatur gelesen, und ich könnte viele Sachen über Deutschland, über andere Länder, auch als ich noch kleines Kind sozusagen 10, 11 Jahre war, weil ich immer gelesen habe, sowieso meine Prädikate in der Schule, die waren immer ausgezeichnet. Und deshalb, nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, Sie fragen mich persönlich, ich antworte persönlich. Nachdem ich mich auf der Suche gemacht habe, dann habe ich mich im Islam gefunden. Ich habe das als eine sachliche Religion empfunden. Ich habe das als eine sozusagen Religion, die meine wissenschaftlichen, sage ich jetzt, Ansprüche befriedigt. Weil ich gelesen habe zum Beispiel im Koran, wie der Mensch entwickelt ist. Sozusagen, wie das in embryonalen Phase war. Der Mensch kam aus Samentropfen, dann Blutklumpen, dann Fleischklumpen, dann hat Allah das zu Knochen gemacht, und dann wurden die Knochen mit Fleisch bekleidet. Wissen Sie, als ich das gelesen habe, ich habe drei Nächte nicht geschlafen. Ich habe drei Nächte nicht geschlafen, die ganze Zeit nur überlege ich mir, wie könnte ein Analphabet, der vor 1400 Jahren lebte, der war in der Wüste, wie könnte er sowas uns erzählen? Und das steht im Koran, das ist nicht neu, das ist seit 1400 Jahren. Der erzählt genau etwas, was die Mediziner erst in den 70er Jahren entdeckt haben. Da war ich fasziniert. Das ist eine Faszination, erstens. Zweitens, ich bin ein logischer Mensch und sachlicher, sage ich. Ich habe gelesen, die Muslime glauben an Christentum und an Judentum. Und die Muslime bestätigen Jesus und Moses. Und die Muslime sagen, diese Leute, die sind unsere Vorfahren, und wir nennen sie Leute der Schrift. Und ich habe mit Christen und mit Juden auch gelebt, und ich habe mit ihnen kein Problem. Und dann habe ich das so gesehen, es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine Reihenfolge, wie Sie jetzt an der Uni. Sie lernen im ersten Semester, dann zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten ist Bachelor geworden. Ja? Das war früher besser mit Diplom. Auf jeden Fall. Dann habe ich das so gesehen. Ich meine, wir könnten sagen, Judentum war Bachelor, Christentum war Master, und wir sind Doktor. Deshalb habe ich mich für den Islam entschieden. Und haben Sie eine Heilsgewissheit? Weil Sie haben ja erzählt, dass Sie, also eigentlich sind die Werke, und Sie wissen quasi gar nicht, wenn Sie am Ende bei Ihnen rauskommen, ob Sie ins Paradies kommen oder nicht. Das ist eine schöne Frage übrigens, das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Haben Sie Gewissheit, ob Sie ins Paradies gehen oder in die Hölle? Natürlich nicht. Es kann sein, sind Sie Muslim? Nein, ich bin Christ. Okay. Es kann sein, nur die Frage, damit ich Ihnen erzähle, warum ich die Frage stelle. Es kann sein, dass Sie in zwei Jahren der beste Muslim aller Zeiten werden und ich bin der schlimmste Atheist. Wenn es gäbe, natürlich, unter Anführungszeichen. Auf jeden Fall, das ist die Sache. Ich habe keine Gewissheit. Und ich weiß nicht, ob ich ins Paradies komme oder in die Hölle. Aber ich versuche in diesem Leben
das Gute zu tun und das Schlechte zu verlassen. Und ich verlange von Gott, dass er mir Barmherzigkeit schenkt und dass er mir ein schönes Leben gibt und dass ich dann am Ende ins Paradies komme. Aber keiner hat Garantie, und das hat übrigens Jesus selber gesagt und das hat Moses selber gesagt und das ist auch, das hat unser Prophet gesagt. Das stimmt eigentlich nicht ganz, aber haben Sie... Doch, das stimmt ganz. Ich kenne das auswendig. Haben Sie die Bibel gelesen oder haben Sie nur die Abschnitte von Jesus im Koran gelesen? Ich habe die Bibel gelesen und ich kenne Teile von der Bibel, die Ihre Priester nicht kennen. Jesus beschreibt selber, wer an dich glaubt, kommt zum Vater. Und wenn er an ihn nicht glaubt? Bitte schön. Okay, komm. Sie haben. Haben Sie noch eine Frage? Dann stellen Sie die bitte, dann ein paar Leuten würde ich mir gerne noch die Chance geben. Ja, genau, also ich wollte nur sagen, also aus der Sicht vom Christentum tun Sie einem ein bisschen leid, weil die Christen, die haben eine quasi Gewissheit, dass sie gerecht sind von Gott aus Gnade und aus Liebe und die haben eine lebendige Beziehung mit Jesus. Währenddessen sie nicht wissen, woran sie sind, was am Ende rauskommt. Das ist quasi etwas Menschliches, ist, dass sie durch Werte versuchen, gerecht zu werden, was sehr rein menschlich unmöglich ist. Okay. Das ist auch eine gute Frage. Das hat mit der Frau, mit der Stellung der Frau auch zu tun. Schauen Sie mal. Ich sage Ihnen nur zwei Sätze, damit ich nicht lange mache. Sie sagen, ein Christ weiß, dass er auf dem richtigen Weg ist und gerechten, weil er an Jesus glaubt und er wird ins Paradies, in den Himmel kommen. Aber ein Muslim weiß das nicht. Ich denke nicht, dass Jesus akzeptieren wird, dass ein Kinderschänder und Kindermörder und ein Terrorist ins Paradies kommt, nur weil er an Jesus glaubt. Bitte. Gut, Sie haben uns vorhin mal... Es gibt keinen. Gut, Sie haben uns vorhin mal ein bisschen eingeführt in die Zeiten, wo die Frau auch eine gewisse Rolle spielte bei der Ausbildung von Kindern in Lehre als Lehrerin tätig. So, jetzt kann man natürlich mal fragen, wie viele Imama gibt es denn? Sehr schöne Frage. Oh, nicht provokant, ja. Okay, wie viele Imaminnen gibt es? Nicht Imama. Imama bedeutet eher ein Turban. Imama. Ja, auf jeden Fall. Imama. Auf jeden Fall, schauen Sie mal. Imam ist eine Stelle. Imam hat verschiedene Bedeutungen. Imam ist erstmal der Führer und Oberhaupt der Muslime. Das wird sozusagen wie Präsident. Imam ist der Vorbeter. Und Imam ist der Gelehrte, der so viel Wissen hat. Also das sind drei Bedeutungen für Imam. Und Imam ist überhaupt sozusagen derjenige, der zeigt, der den Weg zeigt. Es gibt bestimmt Imaminnen in der Religion bezüglich Wissen. Also es gibt Frauen, die so viel Wissen haben, dass man sie auch Imaminnen nennt, wie zum Beispiel Aisha. Aber dieses Wort benutzt man eigentlich nicht für Frauen. Es gibt im Arabischen nicht Imamin. Ja? Dieses Wort gibt es nicht auf Arabisch. Das ist weiblicher Form, ist nicht. Das ist das Gleiche. Was sagen Sie? Fachmann. Was ist Plural von Fachmann? Fachleute. Gibt es Plural Fachfrauen? Ja. Neudeutsch ist das. Ja, Sie haben anfangs gesagt, dass Ihr Ziel ist, eine sachliche und auch wissenschaftliche Diskussion zu führen. In dem Zusammenhang meine Frage, wir haben ja eine breite Fülle von Aspekten angesprochen, soziologische, historische, kulturelle und so weiter. Ich bin überrascht, dass Sie ohne jegliche Quellen, Belege ausgekommen sind. Ich habe eine Reihe von Einschätzungen, vielleicht Meinungen, Überzeugungen gehört. Mich würde interessieren, inwiefern fundieren Sie Ihre Herangehensweise wissenschaftlich? Also wenn Sie zum Beispiel behaupten, in religiösen Familien werden die Frauen besser behandelt als in den nicht-religiösen, was ist da Ihr wissenschaftliches Vorgehen? Inwiefern ist das alles wissenschaftlich fundiert, was Sie hier sagen?